Die Auftaktveranstaltung zur Gründerwoche, die das FAZ-Institut organisiert hatte, stand unter dem Motto Gründen, Fördern, Wachsen. Bereits zum dritten Mal kamen hier potenzielle Gründer, Start-ups, Investoren und Experten zusammen, um sich auszutauschen und so den Gründergeist zu fördern. Denn frische Ideen sind wichtig für das Land. Jede Volkswirtschaft lebt davon, dass sie dynamisch ist, und Gründerinnen und Gründer gehören zu denen, die eben nicht nur eine gute Idee haben, sondern sie auch in die Tat umsetzen, erstmal für sich selbst Arbeit schaffen, aber wenn die Gründung funktioniert, wenn sie wächst, wenn sich entwickelt, auch Arbeit für andere schaffen. Es können ja nicht alle beim Staat arbeiten, aber es sind ja darauf angewiesen, dass wirtschaftliche Aktivität da ist, und da entsteht immer Neues, und wenn man diese Gründerszene gut fördert, wenn sie wirklich kreativ ist, dann entsteht daraus auch wirklich Stärke, wirtschaftliche Stärke. Ein Beispiel für ein gelungenes Start-up ist die Firma Naschlabor aus Babenhausen. 2011 gegründet, verkauft sie nun über das Internet individuelle Zusammenstellungen von Fruchtgummis. Die jungen Gründer von Naschlabor würden den Schritt jederzeit wieder wagen. Gründen ist super cool. Jeder, der eine Idee hat und wirklich von der Idee überzeugt ist, sollte in meinen Augen gründen, sich aber der Risiken bewusst sein. Weil man denkt, okay, ich baue mir was auf, einen Online-Shop zum Beispiel, und dann verkaufe ich einfach Produkte. Aber dass da monatlich das Finanzamt kommt, dass da rechtliche Punkte dahinter stecken, dass da die Fixkosten immer größer werden, sukzessive, von Jahr zu Jahr steigen die einfach an, und dass ich ein gewisses finanzielles Polster brauche oder einfach ein Investor im schlimmsten Fall, der dann auch noch was zu sagen hat, das muss man ganz klar durchdenken. Und dafür ist die Gründerveranstaltung ja auch da. In Vorträgen und Themenforen diskutierten Experten und Unternehmer über aktuelle Trends in der deutschen Gründerlandschaft. Auf dem Gründermarktplatz präsentierten sich diverse Start-ups, und im Coaching-Café bekamen Interessierte eine individuelle Beratung von erfolgreichen Unternehmern. Und einer, der es wissen muss, ist Jörg Lamprecht. Er hat bereits zahlreiche Start-ups gegründet und diese immer mit Gewinn verkauft. Die meisten guten Unternehmensgründungen sind mit mehreren zusammen. Also einer allein ist halt oftmals, macht dann doch Fehler. Ja? So, das heißt, sich zusammenzutun ist nicht verkehrt, mit zwei, drei Leuten zusammenzutun, mit Menschen zusammenzutun, die andere Fähigkeiten haben, sind eigentlich sehr gut. Das heißt, die sich wunderbar ergänzen und an gleichen Zielen zusammenarbeiten, sind meistens gute Voraussetzungen. Verbunden mit Innovation, viel Wert auf Vertrieb, mit einem hohen Liebe fürs Produkt, kann man eigentlich kaum schief liegen. Auf der Veranstaltung sind sich alle einig. Gründen ist gut. Die Zeit war nie besser, Unternehmen zu gründen als jetzt. Wir haben das Internet als Vertriebskanal. Wir können alles über die Kunden rausfinden. Wir können sofort die Mitarbeiter können wir rekrutieren. Also die Zeiten sind gut, und es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Als kleine Motivation: die reichsten Leute der Welt wie Bill Gates und Steve Jobs waren ebenfalls Gründer. Es lohnt sich also, seine Idee in die Tat umzusetzen.